So, es findet ein Stoß statt. Eine Masse M2 geht in die Mitte eines Balkens. Hier also ein abgewinkelter Balken. Beide Balkenteile haben beide die Masse M1. Die Gesamtmasse ist 2M1. Die Länge ist 4 Meter. Der Auftreffpunkt ist bei 2 Meter. Wir haben eine Drehfeder mit einer Federkonstanten, 100 Newton pro Meter pro Radiant, wenn ich es genauer sagen soll. Ja, und die Massen sind gegeben, Stoßzahl 1/2. Wir sollen annehmen, dass die Stöße simultan stattfinden, und wir malen zuerst mal ein Bild vor dem Stoß. Vor dem Stoß sieht die Sache also so aus, dass dieses Teil in Ruhe ist und wir haben hier die Masse M2 mal V0. Nach dem Stoß kann ich sagen, dass sich dieses Teil um das Lager dreht und wir haben hier ein J mal Omega Dach und wir haben hier, das kann ich in beliebiger Richtung antragen. Ich kann zum Beispiel annehmen, dass er zurückspringt. Dann habe ich ein M2 mal V Dach. So, jetzt kann ich zwei Gleichungen aufstellen. Das einmal ist die Drall-Erhaltung. Die Feder spielt natürlich keine Rolle, weil der Winkel einmal noch 0 ist und zweitens mal, weil ein Integral-FdT oder ein Integral-MdT eine gewisse Zeit braucht und der Stoß geht unendlich schnell. Deswegen spielen Federn beim Stoß grundsätzlich nie eine Rolle. Der Drall-Erhaltungssatz um den Punkt A lautet also einfach: Vorher ist der Drall M2 mal V0 mal L halbe. Das ist also das Bild vor dem Stoß. Das ist das Bild nach dem Stoß. Und das ist jetzt J mal Omega Dach minus M2 V Dach mal L halbe. Das ist wie gesagt vor dem Stoß wieder. Und das hier ist nach dem Stoß. Der Drall in dieser Richtung positiv definiert. Drall ist M mal V mal Hebel. Oder J ist eben das Integral R² dm, und das können wir von dem Balken schnell mal ausrechnen. Das ist also 2 mal M1 mal L² Drittel, und damit bekommen wir ein J raus von 106,7 Kilogramm Meter hoch 3. So, und dann können wir also den nächsten Satz aufstellen. Das sagt die Stoßzahl. Die Stoßzahl sagt aus die Geschwindigkeit, mit der es vorm Stoß zusammenknallen, und zwar diese beiden Punkte. Das ist die Geschwindigkeit V0. Das nehmen wir mit der Stoßzahl E mal und bekommen die Geschwindigkeit, mit der sich diese Punkte nach dem Stoß trennen. Und das ist L halbe mal Omega Dach plus V Dach. Das sind jetzt zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten. Die kann ich auflösen und dann erhalte ich V Dach ist gleich 1,977 Meter pro Sekunde und mein Omega Dach ist 0,2616. So, jetzt haben wir einen schiefen Wurf und wir sollen sagen, wo diese Masse hier auftritt. Das geht wie folgt. Wir haben also eine Abflugshöhe bei L halbe. Wir haben hier eine Geschwindigkeit. Das ist die Geschwindigkeit V Dach. Und wir haben eine Parabel, die im Prinzip so rauskommt. Und die Wurfweite ist zu bestimmen. Wir sagen, wir führen ein Koordinatensystem ein. Das ist x, das ist y. Wir sagen x2 Punkt ist gleich 0. Y2 Punkt ist minus g. X Punkt ist gerade gleich. V Dach. Y Punkt ist gerade minus g mal t. X ist gleich V Dach mal t. Y ist minus g t Quadrat halbe plus die Anfangshöhe L halbe ist gleich 0. Das lösen wir auf nach der Zeit t. Die Zweien kürzen sich raus. Und dann kann ich sagen, dass die Zeit t L durch g und daraus die Wurzel ist. Dimensionskontrolle Meter, Meter, Sekunde Quadrat, die Wurzel ist Sekunde, scheint also zumindest die richtige Dimension zu sein. Diese Zeit setzen wir jetzt hier ein und dann haben wir die Wurfweite w ist gerade die Geschwindigkeit v Dach mal der Wurzel aus L durch g. Da hatte ich raus 1,262 Meter. Ich tippe das gerade noch mal nach. V Dach haben wir also im Rechner mal der Wurzel aus
Und das war 4 durch g. Und da kommt wieder dasselbe Ergebnis raus. Also 1,262 Meter ist die Wurfweite. Die nächste Frage ist jetzt relativ schwierig zu beantworten. Hier ist eine Wand drunter und es wird gefragt, ob dieser Punkt A das Ding hier berührt. Und das kann man mit dem Energiesatz aufstellen, mit dem Energieerhaltungssatz. Ich kann also annehmen, dass es hier irgendwo eine Lage gibt, wo das Ding zur Ruhe kommt. Und ich kann diesen Winkel hier Phi nennen. Und dann sieht die Sache so aus. Wir können also sagen, dass E-Kin plus E-Pot in der Lage 1 gleich E-Kin plus E-Pot in der Lage 2 ist. Die Lage 1 wäre diese Lage hier. Die Lage 2 wäre eine um Phi gedrehte Lage. E-Kin kann man natürlich auch T nennen. E-Pot kann man Pi nennen. Das ist egal, wie man die Bezeichnung wählt. Das kommt auch darauf an, bei welchem Lehrstuhl man gerade ist. Und das kann ich natürlich nicht wissen. So, die kinetische Energie, die wir am Anfang haben, ist ein halb J mal Omega Dach Quadrat. Und die potenzielle Energie, die wir am Anfang haben, das Nullniveau wird ins Lager gelegt. Der Balken hat diese Position, der hier hat nichts, der hier hat die Höhe L halbe. Deswegen M1 mal G mal L halbe. Die potenzielle Energie, die wir in dieser Lage haben, ist M1 mal G mal L halbe mal Cosinus Phi, das ist der Punkt hier oben, minus Sinus Phi. Dann kommt noch die potenzielle Energie der Feder dazu, die ist plus 1 halb K mal Phi Quadrat. Der Winkel Phi ist natürlich in Rad zu messen und der läuft jetzt 0 kleiner gleich Phi kleiner gleich Pi halbe. So, und jetzt kann man eben im Prinzip hier versuchen, eine Kurvendiskussion zu machen. Diese Kurvendiskussion ist aber nicht einfach, weil man Phi Quadrat, Cosinus Phi und Sinus Phi drin hat. Selbst wenn ich die Ableitung mache, ist es nicht einfach. Man stellt aber anscheinend fest, dass sich dieser Term hier durchsetzt und wir eben erstmal, dass das Ding sogar noch schneller wird. Und eventuell kommt hier noch dazu, 1 halb J mal Omega Quadrat in der anderen Lage. Das hier wäre jetzt also die Lage 2 zum Beispiel, Omega 2 Quadrat. Und die Frage, ob dieses Omega 2 Quadrat 0 werden kann, die muss wohl verneint werden. Es sieht so aus, dass dieser Term hier immer größer ist als dieser Term hier. Also im Prinzip dieser Term hier ist größer als dieser Term hier. Und deswegen bleibt immer ein Omega 2 übrig. Ja, und dieses allgemein zu zeigen ist schwierig. Man kann es mit dem Rechner ziemlich schnell zeigen, indem ich das Phi eben in gewissen Werten steigen lasse. Ich habe es also jetzt einfach so gesagt. Ich habe gesagt, ich setze für Phi verschiedene Winkel ein, zum Beispiel Vielfache von Pi 16. Dann habe ich eben im Prinzip in den Term hier eingesetzt: 0 Pi 16, 2 Pi 16 und so weiter, bis ich bei Pi halbe war und immer festgestellt, dass dieser Term hier größer ist als dieser Term hier und damit bleibt immer ein Omega 2 über und das bedeutet, es kracht, der Punkt A schlägt also unten gegen die Wand. Eine saubere Lösung scheint es dafür nicht zu geben. Also anders beim schiefen Wurf, anders bei dem Stoß vorher, da habe ich eine saubere Lösung. Hier habe ich eine sogenannte transzendente Gleichung und ich habe also keinen sauberen Weg gefunden, wie ich zeigen kann, dass diese transzendente Gleichung, wenn ich diesen Term hier weglasse, dann hat die keine Lösung mehr. Ja, und wie gesagt, da muss man anscheinend numerische Verfahren anwenden, um zu zeigen, dass das nicht klappt. Auch die Ableitung kann ich nicht ohne weiteres 0 setzen oder feststellen, dass die Ableitung immer größer 0 ist. Das ist zwar der Fall, die ist immer kleiner als 0. Ja, also diese Funktion hier wird sozusagen immer kleiner. Dieser Wert hier setzt sich durch. Das Ding wird also sogar noch immer schneller. Kann man numerisch alles rauskriegen, aber es ist eben nicht einfach, das wirklich mathematisch sauber zu fassen. Das ist also eher ein numerisches Problem als ein mechanisches Problem. Ja, ich glaube, ich mache das Video zu. Wie gesagt, die Begründung, warum der Punkt A hier schlägt, die ist mehr numerischer Natur. Und dieser Term hier ist immer größer als dieser Term hier. Und wir stellen sogar fest, wenn wir Zahlen einsetzen,
dass das Omega-2 immer größer wird, weil eben im Prinzip die Masse weiter nach unten geht. Und natürlich könnte ich das Omega-2 in der unteren Lage sehr leicht ausrechnen. Ich könnte also Phi gleich Pi halbe setzen. Dann könnte ich das Omega-2 in der unteren Lage ausrechnen. Das würde aber noch kein zwingender Beweis sein, dass das Ding nicht irgendwo dazwischen eine Gleichgewichtslage haben kann und zurückgeht. Ja, das ist zwar im Bauchgefühl her klar, aber mathematisch logisch ist das noch nicht zwingend. Da müsste man eigentlich noch eine sauberere Begründung angeben. Wie gesagt, die Winkelgeschwindigkeit unten auszurechnen, wäre kein Problem und die ist sogar größer als die Winkelgeschwindigkeit, die ich oben habe.